Ja, Leute, Sonntag, bestes Wetter. Was macht man da? Moped fahren. TÜV ist auch frisch drauf. Ich habe hier die schwarzen Reifen ohne Weißwand diesmal. Ich weiß nicht, so hundertprozentig begeistert bin ich noch nicht. Also ich habe mich noch nicht dran gewöhnt auf jeden Fall. Ich glaube, das nächste Mal sollte ich wieder Weißwand nehmen. Aber ich weiß noch nicht. Mal sehen. Optimal. Das heißt, dem Ganzen steht auch nichts mehr im Wege. Und wir beide fahren heute Motorrad. Wir machen eine kleine Vater-Sohn-Tour. Ja, das wird gut. Viel Spaß mit dem Video. Dann schwing dich mal drauf. Ganz schön eng jetzt mit den Sachen, ne? Okay, los geht's. Endlich, endlich. Ende Mai, so langsam. Haben wir mal vernünftige Temperaturen. Ja, nächste Woche geht es auch schon los mit einer etwas größeren Tour. Auf die Videos freue ich mich schon besonders. Da geht es dann Richtung Hotel Toskana. Alter Schwede, ich bin so heiß schon. Das wird richtig cool. Ja, mein Sohn ist jetzt 7, hat eine gute Größe, von daher geht das vollkommen klar. Ja, und wenn er da mal mit will, dann machen wir das auch gerne, gerade wenn wir jetzt nicht allzu weit fahren. Also wir hatten tatsächlich schon die Situation, wo wir ein bisschen länger gefahren sind, dass er mir plötzlich hineingepennt ist. Das war ziemlich uncool, aber ja, mittlerweile geht's. So kleinere Touren, eine halbe Stunde, Stunde, das macht er schon ganz gut mit. Ja, was ich auf jeden Fall sagen kann, zu nächster Woche, Donnerstag geht's los, Sonntag komme ich wieder. Das wird der Oberhammer. Ja? Nee, die kenne ich nicht. Man macht das immer so, man grüßt sich gegenseitig als Motorradfahrer, weißt du? Okay. Du kannst ja auch mitgrüßen, wenn du willst. Du kannst ja auch mitgrüßen, wenn du willst. Kannst du so machen? Okay. Junge, 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 hier ist richtig was los. Hier ist ganz schön cool, ne? Wie bitte? Ich glaube, das war wieder mal Gamma, das Motorrad. Ja. Das war auf jeden Fall eine Motorradgang. Ja, es gibt ja auch verschiedene so Sicherheitsgurte, habe ich mal gesehen. Würde mich mal interessieren. Also ich habe zwar so einmal irgendwann bestellt bei Amazon, aber wir haben den jetzt nie genutzt. Weiß ich nicht. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch da sowas habt. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte? Macht das Sinn? Weil, ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich es ein bisschen gruselig, gerade beim Sturz oder so. Ich kann es nicht beurteilen. Aber vielleicht habt ihr ja irgendwelche Erfahrungswerte, würde mich mal interessieren. So, steig mal ab. Alles okay bei dir? Wir tanken einmal, dann geht's direkt weiter, ne? Bereit?
dann setz dich wieder drauf. Schwing dich drauf. Sehr gut. Festhalten, ne? Halt dich fest. Noch 10 Minuten sind wir zu Hause. Dann hast du es geschafft. Ja, mein Sohn sagt jetzt schon, er ist ein bisschen kaputt. Popo tut ein bisschen weh. Reicht jetzt auch. War jetzt eine gute Stunde. Mehr braucht es doch erstmal nicht sein. So Leute, Moped wieder eingepackt. Wir hatten unseren Spaß heute, wir werden jetzt den Tag noch ein bisschen genießen. Ja, die nächsten Videos, die werden definitiv der Hammer, bin ich mir ziemlich sicher. Wie gesagt, Wiesbaden mit ein paar Leuten, coole Bikes, da freue ich mich sehr drauf. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch und ja, bleibt gesund. Bis dann, ciao. You